Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute eingefunden am Nachmittag über Skype verbunden mit zwei wunderbaren Brüdern in Christus. Der eine ist Viktor, den ihr schon von vielen verschiedenen Lesungen her kennt und der unglaublich viel Übersetzungsarbeit und Videoarbeit gemacht hat. Unter anderem hat er das wunderbare Einleitungs- und Ausleitungsvideo für die neue Lesung Herrscher des Bösen gemacht. Und deswegen habe ich mich heute auch mit Viktor hier verabredet, um den nächsten Teil in dem Buch Die Orientierung von Tapper Sorcy in Herrscher des Bösen zu lesen. Und natürlich ist uns auch noch zugeschaltet Bruder Stefan, der das Buch überhaupt ins Deutsche übersetzt hat. Mit diesen beiden habe ich mich heute Nachmittag verabredet und wir gehen gleich in die Lesung. Nur, bevor wir soweit sind, möchte ich natürlich beide, sowohl den Viktor als auch den Stefan, erstmal zu Wort kommen lassen, dass sie sich kurz an euch vorstellen können. Ich beginne mit Stefan. Herzlich willkommen, Stefan, zu der Lesung heute. Und ich wünsche uns viel Erfolg. Vielen Dank für deine wunderbare Übersetzungsarbeit, die du geleistet hast. Und ich hoffe, es geht dir gut soweit. Ja, danke. Danke, Jörg. Mir geht es soweit sehr gut. Und danke für die netten Einleitungsworte. Ja, ich habe mich ja neulich schon bei dem ersten Video kurz vorgestellt. Dann komme ich dem jetzt nochmal kurz nach. Ja, ich heiße Stefan, bin halt Mitglied in der Gruppe Reformation. Nee, wie heißt es? Romanismus und die Reformation. Romanismus und die Reformation. Wir haben uns dort kennengelernt und ja, habe dann, als wir uns damals kennengelernt haben, dem Jörg erzählt, dass ich halt was, ja, weil ich privat halt großes Interesse an dem Buch hatte, dieses für mich erstmal übersetzt und habe es dann den anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Und du, Jörg, hast dich ja jetzt dafür entschieden, es nochmals zu lesen. Jetzt diesmal im vollen Umfang. Beim ersten Mal hattest du ja eine Zusammenfassung und das soll jetzt quasi die zweite Lesung sein und darauf freue ich mich jetzt sehr. Ja, dann gebe ich das Wort mal weiter an Viktor, auch an dich. Herzlich willkommen, Viktor, und ich hoffe, es geht dir auch heute am Freitagnachmittag besonders gut. Ja, hallo, moin moin. Und in der Tat, mir geht's gut. Ich bin sehr froh, mit euch verbunden zu sein. Ist an und für sich auch für mich eine ja doch sehr spezielle Angelegenheit. Einfach mal ganz kurz, kann ich das ja nochmal versuchen, in ganz kurzen Sätzen das nochmal wiederzugeben, wie das sich bei mir damals abgespielt hat. Und zwar habe ich, wie vielleicht einige andere auch, mal so auf alternativen Medienseiten ein bisschen rumgesurft und naja, mit der Zeit hat man vielleicht mal so die, ja, weiß ich nicht, Seiten, die man mal so hat, wo man mal regelmäßig mal die mal besucht und mal so guckt, was dann so abseits von dem ganzen, ja, Mainstream-Medien so auch berichtet wird. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was jetzt genau das für ein Thema war. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Es war nur so, da war ein Kommentar untergeschrieben und der war so ungefähr sinngemäß nach dem Motto: Ja, also Leute, wenn ihr euch jetzt das hier mal zu Gemüte führt, dann wisst ihr das alle, dann, also, oder sozusagen, ich habe mir das jetzt mal zu Gemüte geführt und jetzt ist alles klar, jetzt weiß ich Bescheid, kann ich auch nur empfehlen. Hat den Link reingestellt von der ersten Zusammenfassung oder der ersten Lesung der Zusammenfassung von Herrscher des Bösen, was damals, ich glaube 2016 im Sommer sich was hochgeladen wurde. Mhm. Und ja, da fing alles an, dass ich das erste Mal auch auf deinen Kanal gestoßen bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt hattest du ja auch schon andere Videos veröffentlicht. Ich konnte zum größten Teil gar nicht mal so viel damit im ersten Augenblick anfangen. Das handelte sich natürlich viel um, sage ich mal, den Katholizismus auch. Und da ich, sage ich mal, von Geburt an damit überhaupt so gar nicht bewandert war, nee, war das auch für mich erstmal nicht so wirklich interessant. Ich habe mich dann einfach mehr an diese Lesung dann dran geheftet, gewartet, bis die, ja, sehnsüchtig auch gewartet, bis dann der Andreas dann die nächsten Teil der Übersetzung auch weiterreicht an dich, Jörg, und dass du weiter das nächste Video produzieren kannst. Ja, ganz fantastisch, wie sich das entwickelt hat. Deswegen ist das auch, ich kann das schwierig ausdrücken, also in Worten. Ich sehe das heutzutage nur so als ein Geschenk des Himmels, dass jetzt auch ja jemand wie der Stefan sich hingesetzt hat. Und ich weiß wirklich auch aus eigener Erfahrung, was das bedeutet, sich hinzusetzen und so ein Buch zu übersetzen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, ob ich mir je das zugetraut hätte. Sie, also es ist ja vom Umfang her sicherlich auch nochmal wesentlich umfangreicher als jetzt das, was ich getan habe hinter den Diktatoren. Eine ganz klasse Geschichte. Also wie gesagt, heutzutage sehe ich das als ein Geschenk des Himmels, unseres himmlischen Vaters, dass er mehr und mehr Menschen es auch möglich macht, ja, die Gnade und Segen zu erhalten und ja, die Wahrheit zu erfahren. Deshalb, ja, an sich eine ganz, ganz großartige Gelegenheit jetzt auch für mich gewesen, dann in dem Zuge auch jetzt, sage ich mal, da ein bisschen was zu beizutragen, jetzt im Sinne dieses Einleitungsvideos oder dieses Intros und des Abspanns, was ja immer die Lesung begleiten wird dann. Und ja, ich bin immer noch auch baff, dass sich wirklich jemand das zugetraut hat und sich da die Mühe macht. Ganz, ganz großes Danke und ja, dann möchte ich das Wort auch erstmal wieder weiter abgeben. Danke. Ja, ich finde es eigentlich besonders schön, dass ich hier halt heute mit zwei Brüdern zusammen bin, wo der eine bereits das Hinter den Diktatoren Buch übersetzt hat, der Viktor, der zweite Stefan, das Herrscher des Bösen, was wir jetzt annehmen hier. Und dass ich will es mal ganz ehrlich sagen, die Ehre habe, mit solchen Leuten hier zusammensitzen zu können. Und dass wir zusammen die Ehre haben, im Heiligen Geist verbunden, euch diese Dinge dichter beizubringen. Weil ein Ding dürfte immer deutlich gewesen sein, bis jetzt aus meinen Lesungen. Und wenn es nicht deutlich wurde, dann will ich es heute ganz sicher deutlich machen. Ohne die Bibel sind wir gar nichts. Wir müssen alles an diesen Arbeiten, das wir machen, diese Bücher, die wir lesen und das, was da drin steht, messen an der Bibel. Und das ist mir furchtbar wichtig und ich weiß, dass es auch Stefan sehr am Herz gelegen ist, weil Tapper Saucy macht einige Punkte in seinem Buch, aber erst sehr, sehr spät, erst im letzten Kapitel. Und es ist für Stefan, wie auch für mich und ich weiß für Viktor, sehr, sehr wichtig, dass wir alles an der Bibel messen und dass wir, obwohl wir viele furchtbare Dinge erfahren über die Menschen, die über uns regieren, dass wir nicht in Wut verfallen, dass wir nicht ärgerlich werden, dass wir nicht anfangen, in Hass zu verfallen. Das ist nämlich, was der Teufel gerne will. Sondern, dass wir das, was wir durch diese Bücher lernen, an Weisheit mitnehmen können, um desto mehr unsere Brüder und Schwestern davor zu bewahren, dieselben Fehler zu machen, die wir gemacht haben, vor der Zeit, wo wir wirklich durch den Herrn wach gemacht wurden, weil weder Stefan noch Viktor noch ich sind als Christen auf die Welt gekommen, jedenfalls nicht bewusst, sondern wir sind erst durch die Wiedergeburt zu der Erkenntnis gekommen, die Gott uns durch seine Gnade geschenkt hat. Und es wäre töricht, dieses Gnadengeschenk wegzuwerfen, durch dann wieder in die Fallen des Teufels zu laufen, von Wut und Ärgerlichkeit und Hass und eben das nicht aufkommen zu lassen, sondern zu probieren, Verständnis dafür aufzubringen, dass es eben in einem Krieg, und in dem sind wir, in einem spirituellen, in einem geistigen Krieg sind wir hier auf dieser Welt verwickelt, um Verständnis dafür aufzubringen, dass es in diesem Krieg eben zwei Seiten gibt und dass man auch seine Feinde lieben soll. Weil doch mal, sag doch mal ganz ehrlich, wenn du deinem Feind Liebe entgegenbringst, dann kann er dich doch gar nicht so sehr hassen. Aber wenn du ihm Hass entgegenbringst, dann wird sein Hass nur noch mehr geschürt. Und das ist ein klein wenig ein Ansatz, die Lehre von Tapper Saucy in diesem Buch eben auch mitzubringen. Das werden wir lesen im allerletzten Kapitel, die zwei Dienste. Und ich glaube, dass ich hier mit Stefan ziemlich aus der Seele gesprochen habe, nicht wahr? Ja, Jörg, erstmal vielen Dank. Du hast es wunderbar zusammengefasst. Wir haben ja gestern im Vorfeld zu dieser Lesung uns nochmal kurz abgestimmt, wie wir das aufziehen möchten. Und mir ist halt besonders daran gelegen, genau das, was du eben gesagt hast, dass diese Informationen, die jetzt in diesem Buch stecken, die ich halt übersetzt habe, aber auch natürlich sämtliche anderen Bücher, die du liest, das betrifft ja quasi das ganze Thema, dass das, dieses Wissen halt ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite ist es nützlich, einen besseren Überblick über die Welt zu erlangen und auch, dass man die Bibel besser versteht in diesem Lichte. Aber gleichzeitig ist diese ganzen, sage ich mal, doch negativen Informationen auch sehr ja, sie verleiten halt einen sehr über dieses Richtende zu fallen, dass man über diese Personen, die halt sich in diesem System befinden, dass man darüber richtet
Oh, jetzt habe ich Personen gesagt, das hatten wir ja. schon über okay. Über die Menschen richtet. Und das ist ja genau das, was ja eigentlich das Grundproblem ist, geistig gesehen in dieser Welt, dass man halt diese Feindesliebe, die Jesus, sage ich mal, in die Welt getragen hat durch das Evangelium, in dem Falle dann nicht aufnimmt, sondern dass man über diese Menschen richtet und sich dann quasi denen überlegen fühlt, weil man ja, sage ich mal, auch in einer moralisch höher stehenden Situation ist. Gleichzeitig oder glaubt, sich zu befinden, lass uns mal so sagen. Genau, genau. Guter Hinweis. Und eigentlich ist es so, wenn wir über etwas richten, haben wir irgendwo in uns tief drin meistens das Gleiche, über das wir da richten, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht ausleben, aber wir sind halt alle Menschen und wenn wir über andere richten, richten wir deshalb automatisch über einen gewissen Teil über uns selbst auch, so wie es halt Jesus sagt. Und deswegen möchte ich alle Hörer, so wie es Jörg eben schon angesprochen hat, unbedingt darauf hinweisen, wenn ihr ins Richten verfeilt, ist es eigentlich immer am besten, erstmal Pause zu machen und vielleicht ein andermal weiterzuhören und oder wieder halt in einen anderen Bewusstseinszustand zurückzugehen, der halt im Evangelium beschrieben ist, dass wir halt die Feinde lieben sollen. Wir können die Taten, die sie tun, gerne schlecht und schlimm finden. Das ist, glaube ich, normal. Aber eventuell steht dahinter eine Seele oder ein Mensch, der vielleicht immer noch die Chance hat, wieder da rauszukommen. Das sollte man halt nicht vergessen. Gut, so viel dazu. Ich glaub, ja, im Großen und Ganzen kann ich dem auch sehr zustimmen, was du hier gesagt hast, Stefan. Über das Richten, da gibt es natürlich verschiedene Punkte, die man noch weiter besprechen könnte, aber dann wird das ein ganz anderes Video als das, was wir hier uns vorgenommen haben, heute zu machen. Es ist auf jeden Fall so, dass selbst der Apostel Paulus im Neuen Testament in einem seiner Epistel auch ganz deutlich schreibt, warum wollt ihr nicht richten? Wisst ihr nicht, dass ihr sogar die Engel richten werdet im Himmel? Also man kann schon richten, aber man muss da eben ganz bestimmte Regeln bei beachten. Ja? Und es ist auch ganz wichtig, dass wir einen Punkt, den Stefan gerade eben gemacht hat, über die Taten, ja? Dass man nicht den Menschen hasst, sondern dass man die Taten hasst und dass man die Taten bloßstellt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das sagt Jesus übrigens auch, nämlich in dem Buch der Offenbarung, jetzt probiere ich das gerade in Deutsch zu finden, wo ich es in Englisch viel besser kenne, ich muss das mal eben gucken. Er spricht da von den Nikolaitern. Ich weiß, ist das jetzt in Kapitel 2 oder ist das in Kapitel 3 der Offenbarung? Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und so weiter und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wo es genau ist. Ah, hier, Vers 6 in Kapitel 2. Aber dieses hast du, nicht? Also Offenbarung Kapitel 2, Vers 6. Aber dieses hast du. Und das ist Jesus Christus, der hier spricht, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Und viele Leute verstehen das verkehrt, weil sie ganz einfach nicht mehr lesen können. Jesus bezieht sich mit dem Hassen nicht auf die Nikolaiter, sondern auf die Werke. Dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Du hast die Werke der Nikolaiten und ich hasse die Werke der Nikolaiten auch. Das sagt Jesus hier. Es geht darum, nicht die Menschen zu hassen, die diese Werke tun. Es geht darum, die Werke zu hassen, die sie tun. Und ihnen dadurch, dass wir, wenn wir diese Werke hassen und wenn wir diese Werke offenbar machen, wenn wir die publik machen, wenn wir die an die Öffentlichkeit bringen, durch Lesung und Besprechung, wie in diesem Buch, dass wir dadurch den Leuten überhaupt erst zeigen, dass sie verkehrt beschäftigt sind, dass sie verkehrt sind, ja, viele Leute begreifen das gar nicht. Die denken, dass sie Gottes Werk tun. Sie glauben, dass im Inbrunst ihrer Überzeugung, dass sie gut tun, weil es ihnen so gelehrt wurde, weil sie von klein auf an so angebracht wurden und viel schlimmer als wir in Kreisen verkehren, in denen wir nicht verkehren wollen, in tief katholischen Kreisen, in tief satanischen Kreisen oftmals, in tiefen Kreisen von Geheimorganisationen. Manche Leute können doch gar nichts dafür. Denk doch mal an solche Leute wie Michael Jackson, der konnte doch gar nichts dafür, dass er durch die Illuminati als Sänger gesteuert wurde, so in die Familie, in die er reingeboren wurde, von seinem Vater von klein auf an getrimmt, den Scheiß zu machen, den er machen musste.
Viele Leute haben gar keine Chance. Und wenn wir dann diese Leute verurteilen, dann tun wir ihnen Unrecht. Aber ihre Taten müssen wir verurteilen, ihre Taten müssen wir publik und öffentlich machen. Und das ist das, was wir hier probieren. Wir hassen die Werke der Nikolaiten. Darum hassen wir nicht die Nikolaiten selbst, weil das sind verlorene Seelen. Und die probieren wir unter anderem auch mit dem Öffentlichmachen dieser Lesung. Ein Buch, das Tapasso aus dem Ende des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, das versuchen wir hier in die Öffentlichkeit zu bringen und versuchen die Leute damit aufzuwecken. So, und wenn ihr jetzt weiterhin da keinen Kommentar habt zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann möchte ich gerne anfangen mit der Orientierung zu lesen. Ist das okay oder habt ihr noch was zu sagen? Ja, ich habe noch was zu sagen. Okay. Achso, sonst hätte ich dir jetzt noch den Vortritt erstmal gelassen. Nein, ich wollte sagen von meiner Seite, dass nichts mehr ist, aber ich wollte ja auch nicht vorgreifen, Entschuldigung. Achso, nee, gut. Also da war jetzt nur ganz kurz eine Sache, die mir immer auch einfällt, das ist natürlich, wenn man mit den Fingern auf andere zeigt, dann zeigt man ja auch in der Regel automatisch auf sich selbst. Deshalb auch immer, was du auch richtig angefügt hast, dann, dass man auf die Taten deutet und nicht auf die Seelen. Ich denke, das ist immer, wo man das gut trennen muss auch. Und an sich können wir sonst auch dann gerne anfangen. Gut, na, den Spruch, den du gerade angerollt hast, Victor, da bin ich nicht mit einverstanden, nach dem Motto, wenn du mit einem Finger auf den anderen zeigst, dann weisen drei Finger auf dich zurück. Ne? Mach das mal. Nein, das meinte ich nicht, das habe ich nicht gesagt. Nee, okay, aber das kam so rüber, weil das ist so ein Spruch, den machen viele nach dem Motto von, denk dann doch auch mal erstmal an dich selber. Jesus hat dazu einen sehr guten Spruch gebracht und er hat gesagt, was zeigst du auf den Balken im Auge eines anderen und entfernst nicht den Splitter in deinem eigenen Auge. Und das ist ein richtiger Punkt, den Jesus gebracht hat. Erst wenn wir in der Hinsicht selber sehen, dass wir auch nicht perfekt sind, was wir lange, lange nicht sind. Wir sind alles ganz erbärmliche Sünder hier auf dieser Erde. Dann kann man andere Unzulänglichkeiten durchaus mal ankarren. Das ist ein Punkt. Aber es gibt diesen blöden Spruch, und dann habe ich Victor vielleicht nicht ganz gut verstanden. Ich meinte, dass er so meinte. Es gibt viele ja, Leute, die sagen, von, den auch, weise nicht mit deinem Finger auf andere, weil, nicht. Nee, ja, weil nee. Drei weisen auf dich zurück. Und das ist ganz großer Blödsinn. Aber gut. Dann lass uns mal anfangen mit der Orientierung. Wir sind hier auf Seite 14 in dem PDF-Buch. Und Victor hat ja auch schöne Bilder gemacht, hier nebenbei, neben der Lesung, so wie ihr seht, Lesung und Besprechung des Buches Herrscher des Bösen. Das lasse ich dann in der Zwischenzeit eingeblendet. Wir sind in der Orientierung. Da machen wir jetzt unsere zweite Lesung, nachdem wir von dem Herausgeber und von dem Journalisten da gesprochen hatten, was die über das Buch zu sagen haben. Und wir beginnen hier mit einem Zitat, das von dem vormaligen amerikanischen US-Präsident gemacht wurde, Henry S. Truman. Das einzig Neue in der Welt sind die historischen Ereignisse, die dir bisher unbekannt waren. Am Orientierungstag für Neulinge an der University of the South in Sewanee in Tennessee nahm ich gegenüber meinem Fakultätsberater Platz. Er war Professor für Botanik namens Edmund Berkeley. Professor Berkeley studierte die Karteikarte in meinem Aktenordner, als wäre es ein überaus seltenes, bemerkenswertes Stück Papier. Plötzlich schnellte sein Blick in mein Gesicht und unsere Blicke trafen sich. Ich, mit meinen gerade mal 18 Jahren, schluckte hastig und versuchte krampfhaft zu lächeln. Saucy, grübelte er ruhig. Guter hugenottischer Name. Das Wort verblüffte mich. Hugenotte? Saucy ist ein französischer Name, erklärte er mir. Sewanee ist eine protestantische Universität. Deine Vorfahren müssen mit Sicherheit Hugenotten gewesen sein. Still vergab ich meinem Vater in Gedanken, dass er mir nie erzählt hat, dass wir einen französischen Namen tragen und unsere Vorfahren scheinbar so etwas wie Hugenotten waren. Was genau sind denn die Hugenotten? Erkundigte ich mich. Nun, das sind französische Protestanten, erklärte mein Berater. Massakriert von Soldaten, die Catherine de' Medici im Auftrag der Jesuiten befehligte. Er spricht hier von dem St. Bartholomäus-Massaker. Die Überlebenden wurden verbannt. Einige gingen nach England, andere nach Preußen. Eine ganze Menge übrigens auch in die Niederlande. Einige kamen auch nach Amerika, wie es deine Leute ganz offensichtlich taten. Jesuiten. Das war ein mir vertrauter Begriff. In meiner Heimatstadt Tampa war eine Highschool namens Jesuit. Jesuit High
hatte akademisch und sportlich einen ausgezeichneten Ruf. Ich war mir nur einer Verbindung zwischen den Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche bewusst. Weiter wusste ich da nichts von. Was sind Jesuiten? Fragte ich. Oh, die Jesuiten sind Mitglieder der Gesellschaft Jesu, antwortete er. Ausgezeichnete Männer, Intellektuelle. Sie arbeiten ausschließlich für den Papst und schwören ihm allein die Treue. Manche nennen sie die private Miliz des Papstes. Eine Art schwertlose Armee, aber sehr umstritten. Sie haben sich in der Vergangenheit in große Schwierigkeiten gebracht bei den Versuchen, sich in Zivilregierungen einzumischen und sie dann unter die Herrschaft des Papstes zu bringen. Aber in diesem Jahrhundert wurden sie erheblich gezähmt. Sie sind wunderbare Pädagogen. Nun, ich hoffe, dass ihr verstehen werdet, dass ich mich enthalte, um diesen kleinen interessanten Absatz jetzt vollständig auseinanderzunehmen, weil wenn ich das tue, dann dauert dieses Video 3 Stunden. Ihr kennt meine Lesungen, die ich vorher gemacht habe, und ihr seht selber, dass dieser Professor Berkeley, wenn diese Aussage von Tapasorsi der Wahrheit entspricht, wovon ich mal ausgehe, ein unglaublich betrogener Mensch ist und der ganz genau das wiedergibt, was 99% der Menschen heute wiedergeben würden, wenn sie auf der Straße gefragt würden, was sie von den Jesuiten wissen. Wenn sie überhaupt so viel wissen, dann würden sie genau das nachplappern, was der Professor für Botanik hier an der Universität von Sewanee von sich gibt. Ja? Sie sind intellektuelle Männer. Sie sind wunderbare Pädagogen. Ja, sie haben versucht, sich in die Zivilregierung einzumischen. Und wir wissen aus der Geschichte und aus anderen Buchlesungen, die die verborgene Geschichte der Jesuiten hinter den Diktatoren, aus dem Buch von Karl Theodor Griesinger, aus anderen, auch englischen Lesungen, wissen wir genug, dass sie sich nicht versucht haben, in Zivilregierung einzumischen, sondern dass sie Zivilregierung infiltriert und übernommen haben, teilweise. Wie gesagt, wenn ich da jetzt wirklich lange drauf eingehen würde, dann würde dieses Video 3 Stunden dauern. Das ist nicht die Absicht. Aber versteht bitte, dass hier der Professor eine Person ist, die dem Tapasorsi Informationen probiert zu geben, aber nur natürlich Informationen, die er selber auch hat. Das will nicht sagen, dass er vielleicht besser weiß und deswegen das ihm nicht sagt. Ich gehe davon aus, dass er es einfach nicht besser weiß, weil er es nicht besser studiert hat. Das ist das Problem der meisten Leute. Sie studieren solche Geheimorganisationen wie die Jesuiten nicht und verstehen deshalb solche Bücher wie Herrscher des Bösen auch nicht. Und dafür dient jetzt halt, dass wir dieses Buch lesen und besprechen bis ins Detail. In dieser Nacht, fährt Tapasorsi fort, rief ich meinen Vater an, der Professor Berkeleys Vermutung dann auch bestätigte. Ja, unsere Leute waren Hugenotten. Sie erreichten den Hafen von Savannah in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nachdem sie mehrere Generationen in Schottland verbracht hatten. Sie waren in der Tat aus ihrem geliebten Land geflohen, ähnlich wie die Juden damals aus Nazi-Deutschland vertrieben wurden. Nun, Nazis jagten die Juden, Jesuiten jagten uns. Aber das ist eine lange Zeit her, sagte mein Vater, und ich stimmte ihm zu. Vergebung ist eine große Tugend. Und es ist am besten, Vergangenes auch vergangen sein zu lassen. Ich vergaß also Hugenotten und Jesuiten und stürzte mich in meine College-Karriere. Ich stürzte mich in meine Zukunft, in mein Leben. Tapasorsi sagt mit anderen Worten, er hat hier bereits einen kurzen Blick in das bekommen, was die Wahrheit ist. Nur er hat es dann abgelegt und gesagt, Vergangenes ist auch vergangen. Und das Wichtige ist, dass man aus dem Vergangenen Konsequenzen zieht für die Gegenwart und für die Zukunft. Das kann man nur, wenn man das Vergangene auch wirklich richtig kennt. Und genau dazu dient das Buch, das er dann eben auch später geschrieben hat. Wir kommen da in einem Moment zu. Weil es gibt natürlich einen Moment, der Tapasorsi auf einmal wachrütteln wird. Und das ist ein sehr interessanter Moment. Er fährt fort und sagt, ich hatte niemals die Gelegenheit, tiefer über das Gespräch mit Edmund Berkeley zu reflektieren, bis ich etwa 30 Jahre später, also fast 50 Jahre seine, im August des Jahres 1984 zu einer Anhörung bei einem stellvertretenden amerikanischen Staatsanwalt namens John McCoon vorgeladen wurde. Wir standen ein paar Schritte voneinander entfernt im Marmorflur außerhalb des Gerichtssaals eines Bundesgerichts in Chattanooga und warteten darauf, dass die Vormittagssitzung aufgerufen wurde. Mein Fall war auf der Tagesordnung.
Ich wurde der vorsätzlichen Unterlassung der Einkommensteuererklärung für die Jahre 1977, 78 und 79 angeklagt. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass man die Anklage gegen mich fallen lassen würde. Das Statut, mit dem ich angeblich in Konflikt gekommen bin, betrifft nur Personen, die umsatzsteuerpflichtig waren. Ich war außerdem im Besitz eines vom Direktor der Steuerbehörde unterzeichneten Schriftstücks, in dem mir attestiert wurde, dass nach einer sorgfältigen Untersuchung meiner Akten keine offene Steuerschuld für diese Jahre gegen mich bestand. Personen, die keine Steuerschuldner sind, müssen keine Steuererklärung abgeben. Warum war ich also hier? Die dröhnende Stimme eines Anwaltsgehilfen riss mich aus meinen Gedanken. Tapper, sagte er und führte mich zu John McCune. Haben Sie Ihren anklagenden Staatsanwalt bereits kennengelernt? Er stellte uns einander vor und eilte anschließend hinaus zu anderen Prozessparteien. McCune und ich gaben uns die Hand. John, fragte ich und spürte die Notwendigkeit, ein wenig Smalltalk zu machen. Sind Sie hier aus Chattanooga? Nein, antwortete er. Ich komme aus Washington. Etwas in mir sagte mir, ich müsse nachbohren. Sind Sie gebürtig aus Washington? Nein, geboren bin ich in New Orleans. Ich habe ein paar Cousins in New Orleans, strahlte ich. Er schien etwas nervös zu werden. Also, der Name Saucy ist dort nicht ganz unbekannt, sagte er. Einer meiner Lieblingscousins lebt in New Orleans, sagte ich und gab ihm den Namen. Er ist Ihr Cousin? Ha, nun, er und ich wurden gemeinsam ordiniert. Ordiniert? Fragte ich. Mein Cousin ist ein Jesuitenpriester. Sie etwa auch? Ja, sagte mein Ankläger jetzt sichtlich erregt. Aber wissen Sie, ich kann hier nicht öffentlich als Jesuit auftreten. Ich habe einen Vorschlag. Ziehen Sie doch bitte einfach die Klage zurück. Oh nein, das werde ich ganz sicher nicht tun. Unser Dialog wurde jäh unterbrochen durch die heisere Stimme des Gerichtsdieners, der ankündigte, dass die Sitzung nun begonnen habe. So, John McCune war also ein Jesuit. Die von seinem Büro erstellten Papiere haben mich bereits als Steuerprotestant gebrandmarkt. Was war hier los? Waren die Jesuiten wieder einmal hinter den Protestanten her? Hinter, notiert er das? Eigentlich habe ich überhaupt nicht gegen irgendeine Steuer geklagt. Ich hatte lediglich einige Ungereimtheiten bzw. Wahrheiten in den Steuer- und Währungsgesetzen entdeckt und gewagt, auf diese zu bestehen. Genau wie damals, als die Hugenotten viele Wahrheiten über das Christentum herausfanden und darauf pochten, reagierten auch hier die Behörden sehr mokiert. War es nicht interessant, dass wir beide, meine Vorfahren und ich, als asozial und abstoßend gebrandmarkt wurden? Als Menschen, die die gute Ordnung stören, indem sie es wagten, um der Wahrheit willen zu protestieren? War dies hier gar eine religiöse Verfolgung? War mein Standpunkt zur Wahrheit zu stehen irgendwie anstößig? Dass der Papst einen seiner schwertlosen Krieger entsandte, um mich zu erledigen? Und dann kam der Tag. Die Anklage gegen mich wurde offiziell am 31. Juli eingereicht. Dies ist der offizielle kirchliche Festtag des heiligen Ignatius Loyola, dem Gründervater der Jesuiten. Gemäß katholischem Dogma steht jede an einem heiligen Festtag begonnene Sache unter dem besonderen Schutz des entsprechenden Heiligen. Katholischem muss es heißen. Notiert das bitte. Ich muss das immer sagen, weil wir lesen das Buch auch gleichzeitig Korrektur. Und so können wir noch kleine Fehler anpassen, die wir finden. In den nächsten 11 Monaten gab es eine bizarre Folge von verstohlenen, also mehr oder weniger geheimen Verhandlungen. Eindeutige Beweise für meine Unschuld wurden ignoriert oder dieselben eindeutigen Beweise auch unterdrückt. Auf der Gegenseite wurden staatsanwaltschaftliche, haarsträubende Unrichtigkeiten wohlwollend entschuldigt. Als ich versuchte, die aus diesen Unrichtigkeiten sich ergebenden negativen Folgen gegen mich zu vermeiden, wurde ich umgehend bestraft. Nur sehr wenige Präzedenzfälle dieser Art konnten außerhalb der römischen Inquisition gefunden werden, die, wie ich erfuhr, seit 1542 von den Jesuiten verwaltet wurde.
Was also war das hier? Die amerikanische Inquisition? Währenddessen nannten mich das Finanzamt, mein Staatsanwalt John McCune und die Medien einen Protestanten gegen das Steuerrecht. Manchmal lenkten sie auch von der Natur der Sache ab, diffamierten mich als Steuerhinterzieher, obwohl ich nie gegen das viel schwerwiegendere Verbrechen der Steuerhinterziehung angeklagt worden bin. Letztendlich sprach mich eine Jury davon frei, vorsätzlich keine Einkommensteuererklärung für die Jahre 1978 und 79 eingereicht zu haben. Aber für 1977 fanden sie aus willkürlichen Gründen einen Vorwand, die Anklage aufrechtzuerhalten. Eine Anklage wohlgemerkt für ein kleines Vergehen. Eine Ordnungswidrigkeit, keine Straftat. Der letzte Angeklagte aus meinem Bezirk, der wegen derselben Sache verurteilt wurde, bekam 6 Wochen. Aber das Gericht verurteilte mich zu einem vollen Jahr Gefängnis, der gesetzlich zulässigsten Höchststrafe. Laut dem Staatsanwalt geschah dies aufgrund meiner Unerbitterlichkeit, zu meiner Sache zu stehen. Manche sagten später, ich hätte Krokodilstränen geweint und versprochen, mich zu bessern. Aber das war nur Lügerei. Wie können Sie sich entschuldigen, wie können Sie sich schuldig fühlen, etwas versäumt zu haben, was von Anfang an nie als gesetzliche Forderung gegen Sie Gültigkeit hatte? Als ich die lange Liste der Absurditäten der Staatsanwaltschaft nüchtern überprüfte, wurde mir klar, dass ich für etwas bestraft wurde, das nicht im Entferntesten damit zu tun hatte, keine Steuererklärung einzureichen. Ich wurde dafür bestraft, weil ich es gewagt hatte, die Ungereimtheiten der Steuergesetze zu durchschauen und auf mein Recht zu bestehen. Dies hat sich im Nachhinein als konstitutionelle Frage herausgestellt, die kein Gericht in Amerika in vollem Umfang behandeln wird wollen. Den Fehler im Geldsystem. Da muss man in diesem Augenblick natürlich Vorkenntnis dazu haben, dass Tapassorsi im Vorfeld bereits das Buch Miracle on Main Street schrieb, das unter anderem von dem betrügerischen Geldsystem in den USA handelte. Es war ein sehr gut verkauftes Buch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich bin davon überzeugt, dass er bereits mit dem Buch Wellen losgeschlagen hat, die dafür gesorgt haben, dass sie ihn später dran bekommen wollten. Das sehen wir hier, Miracle on Main Street, Saving Yourself and America from Financial Ruin. Das ist ein Buch, da geht es um das amerikanische Finanzsystem. Und da geht es um das Finanz- und das Steuersystem. Es gibt ein paar Reviews, die man hier in Englisch lesen kann. Das Buch ist heute immer noch erhältlich, so wie ihr seht. Kostet, was ist das hier, 13 Dollar. Also mit, wenn man das nach Hause geschickt kriegt, ungefähr 20 Euro. Gibt es aber wohl nur in Englisch, denke ich mal. Kann man sich mal anschaffen. Das ist das Buch, das Tapassorsi bereits davor geschrieben hat. Sein Werk For Rulers of Evil. Ja? Nur, dass wir das mal eben sehen. Und wenn man das Buch kennt, ich habe es selbst nicht gelesen, aber ich habe über das Buch gelesen, ich weiß, worum es geht, dann versteht man, warum Tapassorsi hier nicht nur irgendeinen Staatsanwalt bekam, sondern warum ein jesuitischer Staatsanwalt hier Tapassorsi angeklagt hat. Das sind schwere Geschütze, meine lieben Brüder und Schwestern. Wenn er ein ganz normaler Bürger gewesen wäre, sage ich jetzt mal, normal zwischen Anführungszeichen, was man so halt unter Otto-Normalverbraucher versteht, der eben dasselbe Vergehen begangen hätte, das ihm hier vorgeworfen wird, nämlich keine Steuererklärung abgegeben zu haben, in Zeiten, wo er keine Steuer verschuldet war, wie er meinte, dass das dann auch nicht nötig ist. Wenn das einem normalen Otto-Normalverbraucher passiert wäre, dann wäre da niemals ein Jesuit für aus der Staatsanwaltschaft eingesetzt gewesen. Aber hier ging es darum, dass sie bereits ein Exempel statuieren wollten. Und das hat dann bei Tapassorsi die Neugierigkeit zu diesem ganzen Thema, was denn dahinter stehe, überhaupt erst geweckt. Und da kommen wir auch gleich im weiteren Verlauf der Lesung zu. Aber vielleicht haben ja Stefan und Viktor hier eine Bemerkung oder eine Frage zu dem bis jetzt Gelesenen und Besprochenen. Also ich von meiner Seite habe jetzt keine weiteren Punkte und
würde jetzt dir das Wort wieder zurückgeben. Ja gut, wenn keine Punkte da sind, dann musst du halt nur 2-3 Sekunden schweigen, dann verstehe ich, dass ihr keine Punkte habt und dann lese ich weiter. Ist ja enorm. Also mein Punkt wäre jetzt nur Matthias Erzberger für die Deutschen, die sich, sage ich mal, mit so Steuergeschichten interessieren. Die können dann mal den Nachtrag Nummer 5 von Hinter den Diktatoren auch sich nochmal zu Gemüte führen, was dann, ja, ich vielleicht dann zeitgleich auch erscheinen wird. Ich weiß ja nicht, wie sich das dann entwickelt, aber das wäre jetzt nur nochmal kurz mein Stichwort für die Deutschen, Matthias Erzberger und ja. Ja, um es kurz zu machen, Victor, um das auf den Punkt zu bringen, man sollte den ganzen Nachtrag, die ganzen Videos, die wir da bringen, über den Papst, Rom und die Europäische Union, den Nachtrag zu den Diktatoren, sollte man sich keine Sendung von entgehen lassen. Und das über, sowieso. Klar. Und über Erzberger erfährt man da eine ganze Menge über das deutsche Steuersystem, ja, richtig. Also fahren wir fort. In den späten 70ern entdeckte ich, dass die Regierung gegen das Recht eines jeden Amerikaners auf eine Wirtschaft ohne schwankende Geldwerte verstößt. Im Jahr 1980 schrieb ich darüber das Buch The Miracle on Main Street, Saving Yourself and America from Financial Ruin, das ich euch gerade eben hier gezeigt hatte. Darin verglich ich das amerikanische Geld, wie es die Verfassung vorschreibt, Gold- und Silbermünzen, mit dem amerikanischen Geld, das derzeit benutzt wird. Banknoten, Buchgeld und Münzen aus niederen Metallen, also mit dem Federal Reserve System. Das verwendete Geld war nicht nur dem verfassungsmäßigen Geld unterlegen, sondern auch ohne eine Verfassungsänderung eingeführt worden. Da sich unsere Werte auf Einheiten gesetzlosen Geldes belaufen, sind wir dadurch zu einer gesetzlosen Nation geworden. Die Lebensqualität folgt der Qualität des Geldes. Ich habe daher die Menschen aufgefordert, die Initiative zu ergreifen, Regierungsbeamte anzuregen, das durch die Verfassung geschaffene Geldsystem wiederherzustellen. Also mit anderen Worten, Tapassorsi ist hier in die Fußstapfen von John F. Kennedy getreten. Die ultimative Belohnung wäre eine gesunde Gesellschaft. Der Main Street Aktivismus, also Hauptstraße ist das, ne? Der Hauptstraßenaktivismus hätte ein Wunder bewirken können. Meine Leser haben sehr schnell verstanden. Aktivisten begannen, wirtschaftliche Rechte auf kreative Weise durchzusetzen. Um ihre Arbeit zu unterstützen und zu dokumentieren, habe ich das Main Street Journal ins Leben gerufen. Das mehr oder weniger monatlich erscheinende Blatt berichtete ausführlich über die interessanten, manchmal beängstigenden Folgen des Aktivismus des Wirtschaftsrechts. Bis zum Juli 1984 hatte sich mein Buch und mein Blatt zu einer wachsenden bibliografischen, historischen und juristischen Materialsammlung im Zusammenhang mit dem Problem des Geldsystems entwickelt. Ich sprach im ganzen Land und hielt gut besuchte Seminare zu diesem Thema ab. Wir hatten die Geschichte auf unserer Seite. Die Gründungsväter hätten das Währungssystem, das das moderne Amerika zerstört, einstimmig abgelehnt und einstimmig für das von uns vertretene System gestimmt. Und das ist nicht nur so eine Behauptung, die Tapassos hier aufstellt. Diejenigen von euch, die sich ein wenig mit amerikanischer Geschichte auskennen, wissen vielleicht, dass John Adams, einer der ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, auf seinem Grabstein stehen hat: I killed the bank. Es gab nämlich, bevor die Federal Reserve in 1913 unrechtlich eingesetzt wurde durch einen Kongress, der überhaupt nicht mehr anwesend war. Die waren nämlich alle in Weihnachtsurlaub geschickt worden und das Gesetz wurde durchgewunken, wo kein Schwein das gelesen hat oder wusste, was er eigentlich tat. Davor gab es schon mal 2 amerikanische von Rothschild gesteuerte Nationalbanken. Und die sind beide nach Ablauf ihrer vertraglich festgesetzten Laufzeit sind sie beide nicht mehr erneuert worden. Unter anderem von John Adams, der damals die First American Bank das nicht mehr verlängert hatte. Und dann haben sie wieder versucht und wieder versucht und wieder versucht. Und im dritten Anlauf mit dem, was wir heute als Federal Reserve System kennen, haben sie sich durchgesetzt. Und das System haben wir jetzt seit 1913 dort arbeiten. Ja? Von daher ganz wichtig, dass ihr versteht, dass Tapassorsi vor diesem Buch Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, eine ganz, ganz wichtige Vorgeschichte hatte. Und nur weil er diesen Aufstand, möchte ich beinahe schon sagen, gegen das Währungssystem in Amerika gemacht hat, ein monatliches
eine monatliche Zeitschrift darüber rausgebracht hat, ein Buch darüber rausgebracht hat, nur deswegen wurden überhaupt Jesuiten dafür abgestellt, um sicherzugehen, dass er verurteilt wird. Tapassorsi fährt fort und sagt, wir hatten auch das Gesetz auf unserer Seite. Der oberste Gerichtshof hat nie entschieden, dass Amerikas gesetzloses Geldsystem verfassungskonform sei. Was wir jedoch nicht auf unserer Seite hatten, waren die Profiteure des gesetzlosen Geldsystems, die leitenden Organe. Wir haben durch unsere Aktionen ihre Legitimation zutiefst verletzt. Eine Anwältin aus Tennessee meinte nach der Lektüre meines Buches Miracle on Main Street, ist es hier, Zitat, dieses Buch wird Saucy nicht umbringen, aber sie werden eine humanere Lösung finden, ihn zum Schweigen zu bringen. Ende Zitat. Miracle on Main Street hat ihn nicht umgebracht. Herrscher des Bösen hat ihn umgebracht. Er erfreute sich ausgezeichneter Gesundheit und starb im Jahre 2006 völlig unerwartet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es gab eine Zeitspanne von 2 Jahren, fährt er fort, zwischen meinem Prozess und der Entscheidung des obersten Gerichtshofs über die Sache. Etwa zur Mitte dieser Zeit erhielt ich eine Postkarte von James Earl Ray, dem berühmtesten Gefängnisinsassen in Tennessee. Der verurteilte Mörder von Dr. Martin Luther King wollte, dass ich ihm beim Schreiben seiner Autobiografie behilflich sein sollte. Ich interviewte ihn persönlich, untersuchte sein Manuskript und führte eigene Recherchen durch. Die Beweise überzeugten mich, dass Mr. Ray es nicht verdient hatte, in den Worten vom Life Magazine als der am meist gehasste Mann der Welt betitelt zu werden. Sein Schuldgeständnis wurde unter Folter abgegeben. Weit davon entfernt, wegen Mordes verurteilt zu werden, war seine Gefangenschaft die Art und Weise, wie die Regierung die wahren Attentäter auf Kosten des Steuerzahlers deckte. Ich fühlte, dass er, genau wie ich selbst, von Regierungsbehörden böswillig benutzt wurde, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Ich arbeitete eng mit Mr. Ray zusammen und veröffentlichte seine Autobiografie unter dem Titel Tennessee Walls – The Making of a Political Prisoner, also Tennessee Walls – Das Erschaffen eines politischen Gefangenen. Ich fügte einen eigenen Epilog hinzu, The Politics on Witchcraft, also die Politik der Zauberei, in dem ich diskutierte, dass die Ermordung von Dr. King niemandem mehr nutzte als den Wirtschaftsmächten der Regierung. Ungefähr einen Monat bevor das Buch in Druck ging, wurde mir mitgeteilt, dass der oberste Gerichtshof der USA meine Berufung abgelehnt hatte. Der Bezirksrichter ordnete an, mich am oder vor dem 10. April 1987 dem Atlanta-Gefängnis-Camp zu übergeben. Ein Freund von mir sagte mir, weißt du, wenn deine früheren Schriften oder die Steuerverhandlung herbeigeführt haben, stell dir nur einmal vor, was Tennessee Walls für Reaktionen provozieren könnte. Nun, als der Moment kam und ich kurz davor war, die Tore in das Gefängnislager zu durchschreiten, stellte sich mir etwas in den Weg. Und ich kann mir nicht helfen, ich muss bei dem, was er hier sagt, bevor ich jetzt weiterlese, wir lesen gleich, was er hier drüber erzählt, wenn er hier sagt, als der Moment kam und ich kurz davor war, die Tore in das Gefängnislager zu durchschreiten, stellte sich mir etwas in den Weg, da kann ich mir nicht helfen und ich muss an die Bibel denken. Im Alten Testament haben wir den, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der, Ahab, der auf einem Esel reitet. Und sein Esel wird auf einmal störrisch und will den Weg nicht weitergehen. Erinnert ihr euch an die Stelle in der Bibel? Viktor? Stefan? Vielleicht kennt ihr das besser als ich. Der Esel geht einfach nicht weiter. Und er schlägt den Esel und der Esel sagt nachher zu dem, der drauf reitet, Ahab oder wie der heißt, warum schlägst du mich? Habe ich dir jemals irgendwas getan? Weil der Esel sah einen Engel, der im Weg stand und ihm den Weg versperrt hatte. Ja? Und das erinnert mich halt an eine göttliche Fügung hier. Ja, Stefan, sag mal. Ja, ich wollte halt auch nur sagen, dass ich halt die Stelle von dem sprechenden Esel kenne und dass das ein durchaus treffender Vergleich sein kann. Also
Irgendetwas hat sich ihm da in den Weg gestellt. Vielleicht, also in dem Falle war es ja eher etwas Inneres, anstatt dass das von außen gekommen ist. Aber trotzdem ein guter Vergleich, finde ich gut. Naja, der Heilige Geist ist ja auch etwas Inneres, was uns an manchen Dingen hindert zu tun, ne? Oder genau. Zu manchen Dingen leitet. Wir denken, das sind wir selber, aber dabei ist es im Grunde die Fügung unseres Herrn, ne? Der durch den Heiligen Geist uns steuert. Wie sagt man so schön? Der Mensch denkt und Gott lenkt, ne? Guter Vergleich, genau. Gut. Ich kann es nur als einen Geist bezeichnen, sagt Tapasorsi hier. Ja, den Heiligen Geist, würde ich mal sagen. Einen sogar unwiderstehlichen Geist. Es war derselbe Geist, der mich immer dazu befähigte, in meinem Schreiben und Sprechen auf die Wahrheit zu bestehen. Ich kenne keinen anderen Geist als den Heiligen Geist, der genau so etwas tut. Immer dafür zu sorgen, dass man recht vor Gott stehen kann. In der Hinsicht, dass man nicht lügt und dass man eben auf der Wahrheit besteht. Es war der Geist, der mich dazu gebracht hatte, John McCoon bei unserer ersten Begegnung im Marmorflur im Jahre 1985 zu verhören, ja, Zeit anpassen hier, derselbe Geist, der ihn dazu gebracht hat, sich als Jesuit erkennen zu geben. Der Geist wandte mich vom Gefängnistor ab und führte mich in einen Lebensabschnitt der Flucht. Ich fühlte eine überwältigende Verpflichtung, meine Feinde zu lieben, während ich sie bis ins Detail studierte. Unbedingt wollte ich das Ausmaß des Engagements der Jesuiten in unserer Regierung erfahren. Gegenwärtig wie auch historisch, weil das, was es heute gibt, muss sich ja irgendwo in der Vergangenheit aufgebaut haben. Und was ich entdeckte, war ein riesiger römisch-katholischer Acker, aus dem die amerikanische Geschichte erwuchs. Und diesen Satz kann man noch viel besser verstehen, wenn man das Buch gelesen hat von J. Moss Ives, The Ark and the Dove. Das gibt es nur in Englisch, ist ein katholisches Buch von einem katholischen Schriftsteller für Katholiken geschrieben. Aber das in Zusammenhang mit diesem Buch, Herrscher des Bösen, und ihr habt ein vollständiges Verständnis der amerikanischen Geschichte, wie es kein normaler Amerikaner hat. Was ich entdeckte, war ein riesiger römisch-katholischer Acker, aus dem die amerikanische Geschichte erwuchs, weil dort eine Saat gesät wurde, von der niemand spricht. Und genau um diese Saat geht es in diesem ganzen Buch, Rulers of Evil oder Herrscher des Bösen. Ganz besonders die Revolution, die die konstitutionelle Republik hervorbrachte. Ich fand heraus, dass die Jesuiten eine wichtige und völlig unterschätzte Rolle spielten, völlig unterschätzte, ja, als sie die selbstgefälligen Neuengländer dazu brachten, sich gegen ihr Mutterland in Rebellion zu begeben. Ich entdeckte Tatsachen und Motive, die extrem stark darauf hindeuteten, dass die Ereignisse, die Großbritannien dazu zwangen, sich in 1776 zu teilen, das Ergebnis einer genialen Strategie der Jesuiten waren. Was meint er hier mit Großbritannien, das sich in 1776 teilt? Wir haben einerseits das Mutterland Großbritannien und andererseits die Kolonien, die eben in Aufstand gegangen sind mit dem konstitutionellen Krieg, mit dem sogenannten, wie nennt man das noch, Unabhängigkeitskrieg. Das war das Wort. Diese Strategie scheint im Alleingang von einem wahren Meister seines Fachs geplant, überwacht und ausgeführt worden zu sein. Ein Meister, von dem die wenigsten Amerikaner je gehört haben werden. Lorenzo Ricci, den britischen Jesuiten als Lawrence Ritchie bekannt. Die Untersuchung des Engagements der Jesuiten bei der Gründung der Vereinigten Staaten ergab eine ganze Reihe von bisher wenig bekannten Namen wie Robert Bellarmine, Joseph Amiot, die Herzöge von Norfolk, Daniel Cox, Sun Tzu, Lord Bute, Francis Thorpe, Nikolaus von Hontheim und die Carrolls, alle drei, Daniel, Charles und John. Auf ihre Art waren diese Männer ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, für unsere konstitutionellen Ursprünge wie Jefferson, Paine, Adams, Washington, Locke und König George III.
Meine Untersuchungen begannen in 1987 und erstreckten sich über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren und reichten, mit der Hilfe unseres Gottes und vieler mutiger Freunde, denen dieses Buch gewidmet ist, von den Floria Keys bis zum Puget Sound, dem District of Columbia bis nach Südkalifornien. Die entdeckten Beweise haben die Art und Weise, wie ich unsere Regierung wahrnahm und meine Beziehung zu ihr unwiderruflich verändert. Endlich, nach der 13. Minute, der 13. Stunde des 13. Novembertages 1997, erreichte die Reise, die mit der Einreichung der Anklage gegen mich 13 Jahre zuvor begann, ihr Ziel. Ich wurde gewaltlos von 3 US Marshals außerhalb meines Büros in Venedig, Kalifornien, gefangen genommen. Meine wertvolle Identität, die ich für immer verleugnen wollte, wurde mir zurückgegeben. 16 Monate lang bot mir das Gefängnis die Gelegenheit, über die Ergebnisse meiner Ermittlungen mit intelligenten Gefangenen aus Kalifornien, Georgia, Tennessee, Oklahoma und Mississippi zu diskutieren. Ihre einfachen Fragen, ihre einfachen Kommentare, Einsichten und auch ihre Kritiken halfen mir, mein Manuskript für ein breites Publikum vorzubereiten. Nun, da meine Freiheit vollständig wiederhergestellt ist, kann ich nun endlich meine gefundenen Erkenntnisse unter meiner eigenen wahren Identität und mit meinen eigenen Worten mit Ihnen teilen. Versucht in Widrigkeiten, reif vor der Zeit. Frederick Tupper Saucy. Und das beendet die Orientierung und wir gehen nächstes Mal in die Buchlesung Herrscher des Bösen, komplett mit dem ersten Kapitel ein. Das heißt Rom im Untergrund. Und ich möchte natürlich meinen beiden Brüdern jetzt noch Gelegenheit geben, abschließend noch einige Punkte, die wir gelesen und besprochen haben, kurz zu diskutieren. Bitteschön. Gut, dann mache ich mal den Anfang. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf den Punkt, den du eben angesprochen hattest mit dem Esel. Ja. Und zwar, ich musste da auch an ein Erlebnis von mir mal denken. Das fand ich ganz faszinierend, eben als du das so angesprochen hast. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr in solchen Situationen schon mal wie vor einer inneren Wand standet, wo es einfach nicht weiterging. Und ich habe da eben noch ein bisschen weiter nachreflektiert zu diesem Punkt. Und mir sind da einige Sachen aus meinem Gedächtnis wieder hochgekommen, wo ich ähnliche Situationen auch erlebt habe. Und mich würde einfach mal interessieren, habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Wahrscheinlich schon. Doch, ja, ich schon. Aber das wurde mir nicht bewusst. Aber im Nachhinein. Mir sind eben gerade durch die Lesung und durch deinen Hinweis im Nachhinein so einige Punkte bewusst geworden, wo ich das in dem Moment auch nicht so gesehen habe. Also ich fand das wie so eine kleine Erleuchtung gerade zu dem Punkt, fand ich sehr interessant. Hat jetzt natürlich jetzt nicht direkt noch was mit dem Text zu tun, aber das wollte ich nur noch mal gerade anmerken, weil mich das gerade schon irgendwo berührt hatte. Das ist doch schön, gerade solche Dinge, wenn das auch reflektiert auf eigene Erfahrung, auf das eigene Leben, das gehört ja auch in solche Sendungen hier mit rein. Weil, Stefan, dadurch, dass wir mit den Leuten ja unsere eigene Erfahrung auch in der Hinsicht mitteilen, geben wir ihnen ja zu erkennen, dass wir auch nicht besser oder anders sind als sie. Dass wir uns hier auch nur hinsetzen aufgrund der eigenen Erfahrung, die wir gemacht haben und aufgrund dessen, dass ein gewisser Geist uns eben leitet, um diese Sachen zu machen. Und wir stellen uns nicht auf ein Podest über andere. Und viele Dinge, die andere Leute erlebt haben, haben wir auch erlebt. Teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Und du gibst jetzt gerade zu kennen, dass gerade durch diesen Zustand in Erinnerung zu rufen, auf einmal einem bewusst wird von, hey, da habe ich auch schon mal vorgestanden. Und ich glaube, Viktor wird uns sicher gleich zustimmen und wird auch noch vielleicht Punkte anholen können, wo er in seinem Leben in derselben Situation gestanden hat, ne? Ja, der stimme ich zu. Also, wenn ich jetzt das im Nachhinein halt dann, wie du sagtest, auch dann reflektiere, dann wird mir auch meistens jetzt auch immer mehr bewusst, dass es sowas wie einen freien Willen auch gar nicht gibt, sondern dass gewisse Dinge einfach, die werden gelenkt. Da hast du keinen Einfluss drauf. Das wird dir aber immer erst natürlich im Nachhinein dann bewusst.
Und nee, aber es ist ein interessanter Punkt, den ihr da angesprochen habt. Mhm. Und ansonsten fand ich die Lesung jetzt, ich bin baff, also es hat sich sehr, sehr gut gelesen und auch, ja, ich denke zum besseren Verständnis, so diese Orientierung, die Beweggründe des Autors ist ganz gut so rübergekommen und ja, macht Lust und Laune auf mehr. Ich glaube, was ganz deutlich geworden ist in der Lesung heute, die Art und Weise, wie Tapasorsis Leben verlaufen war, hat dazu geführt, dass das amerikanische Establishment, sage ich jetzt mal, bestehend aus Katholiken und Jesuiten, auf ihn aufmerksam geworden ist und dass sie ihn als eine unbequeme Person herausgefischt haben und dass sie ihm eine Lektion erteilen wollten. Und diese Lektion, die sie ihm erteilen wollten, hat sich total ins Gegenteil verkehrt. Nämlich dadurch, dass sie ihm auf die Finger ticken wollten und sagen wollten, von Junge, wenn wir irgendwelche Gesetze machen, dann heißt das noch lange nicht, dass du dich, dass wir uns dran halten müssen, dann heißt es noch lange nicht, dass die Gesetze auch rechtmäßig sind, aber dann heißt es, dass du das ohne zu fragen, ohne zu hinterfragen zu befolgen hast. Und er hat es nicht getan. Das hat dafür überhaupt erst gesorgt, dass er sich überhaupt erst für diese Problematik Jesuiten und Katholiken und Protestanten und seine Abkommst Hugenotten interessiert hat. Und deswegen hat er diese ganzen Nachforschungen angestellt. Er hat das Buch Miracle on Main Street geschrieben. Ich habe ja darüber gesagt, worüber das ging. Und schaut es euch selbst an, wenn ihr könnt. Kauft euch das Buch, ist ja nicht so furchtbar teuer. Wenn ihr wirklich tief recherchieren wollt, dann habt ihr hier den Beweggrund, weshalb Tapasorsi die Dinge passiert sind, die ihm passiert sind. Und genau dasselbe, und das ist der Punkt, den sowohl Victor als auch Stefan machen wollten, genau dasselbe haben wir in unserem Leben auch. Da passieren gewisse Dinge und nur weil die Dinge passieren, passieren uns andere Dinge und lenken uns in eine gewisse Richtung. Tapasorsi wurde in die Richtung gelenkt, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und deswegen das ganze korrupte System, das Amerika darstellt, offenzulegen. Und das hat er mit dem Buch Herrscher des Bösen getan. Und sobald wir in das erste Kapitel eintauchen, werdet ihr sehen, dass das genau das ist. Tapasorsi deckt schonungslos den ganzen korrupten, heuchlerischen, katholischen Sumpf des sogenannten protestantischen Amerika auf. Schonungslos. Und das tut er nur, weil er aufgrund eigener Verfolgung da weniger, mehr oder weniger zugebracht wurde. Und das ist ein Punkt, den viele Leute sich mal bemerken sollten. Man schießt oftmals erst in Aktion, man fängt erst an, etwas wirklich zu machen, ab dem Moment, wenn es einen persönlich betrifft. Solange es andere Leute sind, och, das ist ja weit von bei mir zu Hause weg, das interessiert mich nicht. Aber in dem Moment, wenn es dich selbst betrifft, dann wird es auf einmal interessant. Und dann gibt es immer noch Leute, die das dann ablegen und nicht weiter verfolgen. Und dann gibt es Leute wie Tapasorsi, die sich davon animiert fühlen, um dann ein Werk, wie in diesem Fall Herrscher des Bösen, zu schreiben, das wir dank der Übersetzung von Stefan jetzt vollständig vor uns liegen haben und nächstes Mal in das erste Kapitel reingehen werden. Habt ihr noch abschließende Bemerkungen zu machen, meine Brüder? Nö, doch. Also ich hätte sonst noch mal eine kurze Frage so an dich jetzt gerichtet. Aber ich, ja, weil ich mir jetzt noch mal kurz den ersten Teil von der Zusammenfassung angehört habe und das damals für dich so klang, ja, also es gibt ja noch so andere Bücher, die ich noch so lese, die interessant sind neben der Bibel, wie zum Beispiel Romanismus und die Reformation und dieses Buch. Und ich glaube, du hast auch noch was anderes erwähnt. Ja, wie ist das denn jetzt für dich heute, Stand jetzt, wenn es sowas ja auch jetzt in dem Deutschen verfügbar ist? Was meinst du, wie ist das für mich, wo es jetzt in Deutsch verfügbar ist? Dass ich das also vor 2 Jahren hattest du ja, da gab es diese Quellen ja noch nicht so in Deutschen. Nee, in Deutsch nicht. Ich hab ja Herrscher des Bösen, habe ich ja komplett in Englisch gelesen, ne? Ja, richtig. Ich habe es ja komplett in Englisch gelesen. Ich habe es nicht vorbereitet. Du hattest ja auch die Zusammenfassung erstellt dann wahrscheinlich. Ja, ich hatte das Buch in Englisch gelesen, hatte immer nur Kapitel für Kapitel gelesen. Ich habe nie das ganze Buch, ich habe das ganze Buch nicht in einem vorher gelesen, um mich über das ganze Buch zu informieren. Ich habe immer nur das jeweilige Kapitel, in das ich dann reinkam, vorgelesen, um mich ein kleines bisschen vorzubereiten. Und als ich die ganzen Kapitel durchgearbeitet hatte und aufgenommen hatte, habe ich eine Zusammenfassung machen wollen. Und da ist Andreas auf mich herangetreten und hat gesagt, das könnte man ja auch in Deutsch machen.
Und am Anfang habe ich die Zusammenfassung noch probiert, sehr kurz zu halten. Bin ich so besonders tief gegangen. Und je tiefer wir in das Buch reinkamen, ich glaube ab Kapitel 12, 13, also das ist, wo es um Zanzu geht und solche Sachen, bin ich mehr und mehr in das Buch reingegangen, habe ich mehr und mehr Dinge aus dem Buch rausgeholt und wurden die Zusammenfassung tiefergehend und tiefergehend. Zum Beispiel auch schon in der vierten Lesung war das so, wo es geht um Inter Mirifica und Miranda Prosus. Da bin ich ja in zwei Sendungen im Deutschen ganz tief drauf eingegangen. Das habe ich im Englischen so tief niemals behandelt. Aber im Deutschen bin ich da viel tiefer drauf eingegangen. Und jetzt habe ich halt das Buch, wie gesagt, das ganze Buch gelesen Ende 2015 bis irgendwo in Anfang 2016 rein. Dann habe ich die deutsche Zusammenfassung davon gemacht im Laufe des Jahres 2016. Das ist jetzt auch schon knapp 2 Jahre oder etwas über 2 Jahre her. Und jetzt auf einmal bekomme ich als Gottesgeschenk die Übersetzung des deutschen Buches und ich fange im Grunde nochmal ganz von vorne an. Ich sehe das Buch Herrscher des Bösen jetzt mit ganz anderen Augen, weil ich sehe es in meiner eigenen Muttersprache. Es hat auf einmal für mich eine ganz andere Wirkung als das englische Lesen. Das muss ich da ehrlich zu weit sagen. Beantwortet das ein wenig deine Frage? Ja, ich denke, das ist der Punkt genau, auf den ich hinaus wollte. Ja. Also ich lasse mich hier wieder auf ein ganz neues Abenteuer ein. Deswegen habe ich es auch gemacht. Ich habe mir gesagt, wenn man Fortschritt haben will, dann sollte man nicht zurückgehen. Ich habe Herrscher des Bösen in 2015 gelesen im Englischen. Ich habe es in 2016 in der deutschen Zusammenfassung gelesen. Warum sollte ich 2018 Ende, also Anfang im Grunde 2019, nochmal zurückgehen und Herrscher des Bösen nochmal lesen? Nur weil Stefan das jetzt übersetzt hat? Nee, nicht nur, weil er das übersetzt hat, aber weil es in Deutsch noch einen ganz anderen Einfluss hat. Und ich will dir nochmal ganz deutlich, nicht nur dir, Viktor, sondern jedem Zuschauer und Zuhörer von diesem Video sagen, meine Motivation dazu ist hier, mindestens dieselbe, wie es die war, hinter den Diktatoren in Deutsch zu lesen. Als ich das Buch von Leo Herbert Lehman, Hinter den Diktatoren, auch irgendwann 2016 gelesen habe, in Englisch, habe ich das in 13 Videos abgehandelt. Das längste Video war einmal eine 2-Stunden-Sendung mit Tom Frist, das war Kapitel 7, das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Eine Sendung oder zwei Sendungen hatte ich Brett als Gast, die waren knapp eine Stunde lang und sonst habe ich teilweise 2 Kapitel in einer Stunde vorgelesen. Jetzt habe ich Hinter den Diktatoren aufgrund Viktors Übersetzung und auch seiner Zusammenarbeit, weil er war in den Lesungen ja ständig damit bei, auch Michael hat uns zum großen Teil begleitet. Jetzt haben wir 37 Aufnahmen gebraucht, um das ganze Buch, die 12 Kapitel, durchzulesen in Deutsch und sind jetzt schon beim 5. Teil im Nachtrag angekommen und das werden sicher noch 5, 6 Teile, bis wir damit durch sind. Das heißt, durch die zwischenzeitliche Erkenntnis, andere Dinge studiert zu haben, habe ich so viel mehr Erkenntnis gewonnen, dass ich das viel eingehender und tiefgehender studieren kann. Und mit Herrscher des Bösen hat man jetzt ein wenig, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, das Problem, dass Herrscher des Bösen beschäftigt sich mit Amerika, wie Hinter den Diktatoren sich hauptsächlich mit Deutschland beschäftigt, sage ich jetzt mal. Und das Problem ist, dass viele Deutsche sagen, was interessiert mich denn die amerikanische Geschichte? Was tangiert mich das? Wie berührt mich das? Aber wenn wir die amerikanische Geschichte studieren, dann können wir das als Fallbeispiel dafür nehmen, wie die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche auch andere Länder infiltriert und übernommen haben. Und dafür ist es wichtig, die amerikanische Geschichte zu studieren. Und ich kann euch ein Ding sagen, derjenige, der sich auf seinen Hintern setzt und alle Lesungen mit mir verfolgen wird, dieses Buches Herrscher des Bösen, dank der Übersetzung von Stefan, in Deutsch, der kann, wenn er jemals einen Amerikaner begegnet, sei es in Deutschland oder sonst wo, oder er nach Amerika geht selber, der kann einem Amerikaner Geschichte erzählen, die der in seinem Leben noch nie gehört hat. Und das geht nicht darum, dass man sich dann halt über einen anderen erhöht. Nein, es geht darum, dass wir durch das Wissen, das uns durch den Heiligen Geist hier gegeben wird, durch die Erkenntnis, durch die Hilfe von ihm, dass wir diese Dinge verstehen können, dass wir andere Leute warnen können, dass wir Wächter sind, die warnen vor dem Abgrund, in dem man hineinläuft, die warnen vor der breiten Straße zu bewandeln, die in die Verdammnis führt, dass wir den Leuten zeigen, dass wir aufgrund
der Lehre unseres Herrn Jesus Christus dazu verpflichtet sind, die Leute zu warnen, wenn sie ins Verdammnis laufen. Und genau dazu soll diese Lesung, Herrscher des Bösen, dienen, dass wir Dinge lernen, die in dieser Welt passieren, die in dieser Welt passiert sind, wie die Gründung von den Vereinigten Staaten, aber dass wir daraus eine geistliche Lektion für uns ziehen können und diese geistliche Lektion an andere Menschen mitgeben können. Das ist, was ich hoffe, mit dieser nun erneuten Lesung Herrscher des Bösen in 2019 erreichen zu können. Mit eurer Hilfe. Tja. Sehr gut. Sehr gut zusammengefasst. Will ich doch noch mal kurz was sagen zum Schluss. Ja, bitte. Du hast das super auf den Punkt gebracht. Also ganz großes Lob an dich dafür. Generell für die Lesung hat mir sehr gut gefallen. Gerade wie du das rüberbringst, ist der Hammer. Du musst dir da auch nochmal ein Riesenkompliment zu machen für die ganzen Lesungen. Und ich bin eigentlich sehr happy, dass du das machst. Mir hat es auch sehr viel gebracht. Und freue mich auf die nächsten Lesungen. Ja, ich mich auch, Stefan. Herzlichen Dank, dass du uns begleitet hast heute. Viktor, hast du noch ein abschließendes Wort? Ich schließe mich nur an. Gut. Und sag dann auch bis zum nächsten Mal und tschüss. Okay, bis zum nächsten Mal, das sage ich auch. Und vergesst nicht, lest das wichtigste Buch überhaupt, das ihr jemals in euren wertvollen Händen halten könnt. Die Bibel. Studiert sie. Und gerade heute, mit diesem kleinen Satz, etwas hat mich zurückgehalten, wie Tapasorsi sagte. Selbst solche kleinen Sätze bringen uns dann wieder darauf, ach, guck mal, das habe ich doch in der Bibel gelesen. Das kann man doch hier und damit verbinden. Und das ist die wunderbare Erkenntnis, die das Wort Gottes mit sich bringt. Bitte, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.